Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute meine MAC Lippenstift-Sammlung für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ja, also ich habe damals, als ich angefangen habe, mich für Make-up und Schminken zu interessieren, wirklich die Marke MAC präferiert. Vor allem die Lippenstifte haben es mir angetan. Und ich mochte die Verpackung, dass das so edel aussah, dass es ja komplett immer schwarz ist bei MAC. Und das hat mir alles immer gefallen. Ich habe dann irgendwann angefangen, diese Lippenstifte so ein bisschen zu sammeln. Insgesamt habe ich jetzt 22 MAC Lippenstifte, die ich alle hier aufbewahre in dieser wunderschönen Schachtel, sage ich mal, oder Truhe. Die habe ich von Amazon. Ich werde sie euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Lippenstifte, die habe ich in solchen Behältern hier, diese kleinen, die habe ich auch von Amazon, kann ich euch auch gerne verlinken, wenn ihr möchtet. Aber diese Truhe finde ich super schön, man kann sie hier so aufmachen. Dann habt ihr auch so ein so eine Trennwand, die ist aus Holz, aber also man sieht das jetzt auch hier drin nicht so. Man sieht nur, dass es schön geordnet ist und insgesamt passen hier 24 Lippenstifte rein. Und die verstauben dann auch nicht. Man kann das einfach hier so auf und zu machen. Ich mache immer nur das hier sauber und das war's. Also ist wirklich schön, werde ich euch auf jeden Fall verlinken. So, fangen wir an mit dem Lippenstift, den ich heute trage. Das ist Brave, ein Bärenton, den ich eigentlich nicht mehr so häufig benutze. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, die MAC Lippenstifte zu sammeln. Und mein Geschmack hat sich auch verändert. Also früher habe ich gerne etwas knalligere Töne getragen, also auch so Pink und so Bärentöne. Hat sich heute alles gewandelt, also ich mag viel mehr Nude-Töne. Deswegen werdet ihr gleich in der Sammlung auch ein paar etwas knalligere Farben finden, die ich jetzt nicht mehr so gerne trage. Aber auf jeden Fall, das hier ist Brave. Und Brave ist ein Satin-Lippenstift. Und genau, also wie gesagt, ich trage ihn gerne so im Herbst-Winter lieber als jetzt so im den Frühlingsmonaten und genau, so Bärentöne finde ich besser für den Herbst. So, dann ein Ton, der ähnlich ist wie hier Brave und zwar heißt der Folks. So sieht er aus. Ich werde ihn euch mal swatchen. So sieht er aus. Ich würde sagen, der ist ein bisschen heller jetzt als hier Brave und genau, ist ebenfalls ein Satin-Lippenstift, genau. Ich werde versuchen, euch ein paar Lippenstifte unten in der Infobox zu verlinken, aber ich kann euch nicht alle 22 Lippenstifte markieren, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Dann habe ich einen Lippenstift, das war einer der ersten. Und das ist ein matter Lippenstift, der heißt Honey Love und ich habe auch den passenden Lip Liner. Der ist schon so klein, der Lip Liner, der heißt Oh Honey. Passt super gut mit diesem Lippenstift hier zusammen. Ist, wie der Name sagt, so ein Honigton, ein matter Nude-Ton, der auch immer zu vielen Sachen passt. So, hier habt ihr den. Ein sehr, sehr schöner Ton. Wie gesagt, passt super gut mit dem Lip Liner Oh Honey und ist auch einer meiner ersten, den ich häufig getragen habe. Passt zum Alltag jetzt. Super guter Lippenstift. Dann noch ein matter Lippenstift Yash. Ist auch ziemlich beliebt, der Lippenstift. Und so sieht er aus. Und den swatche ich euch hier mal. Das ist Yash. Ist auch so ein bräunlicher Ton, Nude-Ton und genau, ist auch matt. Dann auch ein matter Lippenstift, der super gehypt wurde, der ständig bei YouTube angezeigt wurde von vielen Bloggern, YouTubern und auch bei Instagram, den ich mir dann auch gekauft habe, weil ihn eine Bloggerin ständig getragen hat. Und zwar ist es Velvet Teddy. Ist wirklich ein Klassiker. Und das ist auch so, ich finde so ein Must-Have. Er ist super, super schön. Das ist Velvet Teddy.
Dann ein Cream Sheen Lipstick, der heißt Among the Fireless. Den habe ich eher neu, ist auch so ein bräunlicher Ton. So, das ist dieser hier. Ist auch ein sehr, sehr schöner Ton. Auch wie gesagt, so ein bräunlicher Ton. Dann auch ein Lippenstift, der neu bei mir eingezogen ist. Das ist auch ein matter Lippenstift, Love You Back. Ein sehr schöner Nude-Ton, der ein bisschen ähnelt. Ah, nee, der ähnelt doch nicht. Ich wollte gerade sagen, der ähnelt Honey Love, aber das tut er doch nicht. Das ist dieser hier. Ist auch schön für den Alltag. Und der hat auch so ein bisschen lila Einstich. Ganz bisschen. Dann noch ein Klassiker, der auch überall gehypt wurde und ich ihn mir damals deswegen auch gekauft habe. Kinda Sexy. Super, super schöner Lippenstift auch. Das ist dieser hier. Dann kommen wir zu einem richtig schönen Nude-Ton und zwar ist das Blankety. Blankety sieht so aus und den swatche ich euch mal hier hin. Sehr, sehr schöner Ton für den Alltag. Dann ein Lippenstift, der heißt Politely Pink, aber er ist nicht so pink. Das ist so ein Lippenstift, das ist so ein rosaner und der hat auch viele Glitzeranteile. Ich werde ihn euch hier mal swatchen. Den sieht man, glaube ich, jetzt nicht so stark, deswegen trage ich ihn ein bisschen mehr auf. Das ist dieser hier. Den finde ich richtig schön. Der ist wirklich so ein sehr, sehr natürlicher Lippenstift. Hier steht drauf, das ist ein Lustre-Lippenstift. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Aber der ist richtig schön. Der ist nicht matt, der ist nicht super deckend. Der ist so wirklich, wenn ihr nicht so viel haben wollt, ist der sehr, sehr schön. So, dann habe ich Angel. Angel ist auch ein sehr beliebter Lippenstift von MAC, den ich auch, ich glaube, von all meinen MAC-Lippenstiften habe ich den am allermeisten hier benutzt. Den sieht man ganz gut hier. Und das ist Angel. Halt auch so ein richtig schöner Rosé-Ton. So ein helles Rosé. Dann ein Cream Sheen Lipstick. Der heißt Bosom Friends. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Nude. Sehr heller Ton. Mal gucken, wo ich den auftrage. Hier. So, ich hoffe, ihr erkennt es gut. Also der ist einer der hellsten Töne, so ein richtig schönes Nude. Das ist auch einer meiner neueren Lippenstifte und ihr seht, also einige sind nicht mehr so meine Farbrange, die ich jetzt so trage. Der hier auf jeden Fall, das ist genau meins. Das ist so Nude mit rosa Einschlag, perfekt. Dann auch ein Cream Sheen Lippenstift, der heißt Cream Cup. Sehr schön cremig, sehr schöner Nude-Ton. Mal gucken, wo ich den jetzt hinmache. Ich mache ihn mal hier hin. So, das ist auch einer meiner Lieblingslippenstifte. Das ist richtig schön. Der ist wirklich unter meinen Top 3, würde ich sagen. Der ist sehr, sehr schön. Dann ein Lippenstift, der ist auch matt, ist ähnlich wie der, den ich jetzt trage. Das ist nämlich Myrrh. Mhm. Hier. Der ist so ähnlich wie der, den ich jetzt trage. Also den würde ich eventuell auch vielleicht aussortieren. Muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Dann habe ich zwei Lippenstifte, die sind aus einer, das sind diese Powder Kiss Lippenstifte. Ist keine LA, die gibt es ja auch bei MAC, ganz normal. Der Auftrag ist sehr leicht, also wie der Name schon sagt, die sind sehr pudrig. Also ihr merkt auf den Lippen gar nicht, die sind jetzt nicht so wie dieser hier, diese Cream Sheen oder diese matten Lippenstifte.
Die sind wirklich sehr, sehr leicht auf den Lippen. Und da habe ich einmal Revanche. Genau, das ist dieser hier. Ist auch so ein Nude Rosé. Mache ich den hier hin? So, das ist dieser hier. So, und der andere aus dieser Reihe, das ist Mull It Over. Das ist auch so ein bräunlicher Ton. Das ist so ein bisschen wie Kinda Sexy oder Velvet Teddy. Der sieht so aus. Der hat auch so eine Orange-Einstich. Aber die sind wirklich super leicht auf den Lippen. Also so richtige Powder Kiss Lippenstifte. Der Name ist Programm. Dann habe ich drei MAC Lippenstifte, die sind aus einer Limited Edition. Und ich kaufe mir nicht so gerne Limited Editions, weil wenn ich das Produkt gerne mag, kann ich es nicht mehr nachkaufen. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was hast du auf den Lippen oder was ist das für ein Produkt auf deinem Gesicht da jetzt gerade, dann könnt ihr es nicht mehr nachkaufen, wenn es euch gefällt. Deswegen bin ich nicht so der Freund von LAs, aber ich habe hier trotzdem drei Stück. Einmal aus einer Aladdin-Reihe. Da fand ich die Verpackung auch so schön. Ich bin dann auch immer so ein Opfer, was die Verpackung angeht. Das ist Prinzess Incognito. Ich werde euch die Produkte jetzt auch nicht swatchen, weil ihr könnt sie, wie gesagt, nicht nachkaufen. Das ist auch so ein ähnlicher Ton wie den ich jetzt trage. Und dann habe ich hier so einen bräunlichen Lippenstift. Das ist à la Plage. Vielleicht kriegt ihr die Sache noch irgendwo, aber ich zeige euch das jetzt nochmal so ganz kurz. Ist auch so ein Braunton, der hat auch so Glitzer. Genau. Und dann aus dieser Electric-Reihe, glaube ich, war das. Die Verpackung ist auch super schön. Das ist so pink mit goldenen Details. Das ist dieser hier. Und der heißt Feeling Sedimental. Genau, also das sind drei LAs, die ich habe. Ansonsten habe ich da auch nichts mehr. Dann kommen wir auch so, das war so eine Art LA. Und zwar hatten MAC so diese Nude-Töne. Den habe ich geschenkt bekommen, diesen hier. Das ist ein sehr, sehr schöner Nude-Ton. Dieser Lippenstift, den gibt es so nicht mehr, wie der jetzt hier aussieht. Aber der wurde in das normale Standardsortiment aufgenommen. Das ist ein Cream Sheen Lipstick und das ist ein so Nude-Ton. Der heißt Creme de Nude. Name ist auch hier Programm. Das ist ein sehr, sehr schönes Nude. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hinswatchen soll. Hier. So, das ist der super schönes Nude. Und wie gesagt, lasst euch nicht jetzt irritieren wegen der Verpackung, den gibt es auch ganz normal bei MAC. Die hatten da mal so eine Edition, wo die diese Nude-Lippenstifte so ein bisschen hervorgehoben haben und denen dann so eine Verpackung gegeben haben. Aber es gibt diesen hier auch ganz normal bei MAC zu kaufen, nur eben in dieser schwarzen Verpackung. Und genau, sehr, sehr schöner Nude-Ton. Dann habe ich zwei Lippenstifte, da weiß ich nicht, ob es die zu kaufen gibt immer noch. Das war so eine, auch irgendwie so eine LA oder sowas in der Art. Das sind so Love Me Lipsticks, aber ich glaube, dass die aufgenommen wurden in das normale Sortiment. Ich bin aber nicht 100% sicher. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt so aussehen oder ob die normal die Verpackung haben. Das ist einmal Laissez Faire. Das ist dieser hier. Leute, soll ich das jetzt drauf machen? Ich weiß nicht. So, den habe ich jetzt hier drauf gemalt. Das ist Laissez Faire. Ich kann nicht so gut Französisch, entschuldigt bitte. Aber ich weiß auch nicht, wie gesagt, ob ihr den noch kriegt irgendwo. So sieht er aus. So, und der andere, die haben übrigens eine super schöne Verpackung. Sieht richtig schön aus. Der andere heißt Très Bleth. Oder Bless oder wie auch immer. Den mag ich sehr, sehr gerne auch. Gucken, wo ich den jetzt auftrage. Hier. Das ist dieser hier. Dieser. Genau. Très Bless. Ich habe jetzt eine richtige Kriegsbemalung hier. So, das waren alle meine MAC Lippenstifte. Ich habe sie euch alle geswatcht. Ich muss mich jetzt erstmal hier sauber machen.
Ihr seht, da sind so ein paar nudige Töne, da sind so ein paar Töne, die sind ja mehr pinkiger, einige bräunlicher. Schreibt mir unbedingt, ob es einen Lippenstift gibt, wo ihr sagt, oh mein Gott, Kathi, den musst du dir kaufen, den musst du ausprobieren. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich liebe den Austausch mit euch und ich bin auch immer sehr gespannt, ob es einen schönen neuen Ton gibt, den ich noch gar nicht kenne bei MAC. Ich meine, MAC hat ja so viele Lippenstifte. Wenn ich da hinkomme und mir das angucke, dann denke ich mir, oh mein Gott, also das ist echt der Wahnsinn, wie viele Lippenstifte MAC hat. Und da verliert man auch den Überblick. Und deswegen, wenn ihr einen schönen Nude-Ton kennt oder so einen Rosé-Holzton, schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob noch jemand in meine Sammlung reinkommt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Dann würde ich sagen, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!